Willkommen zurück hier bei Killzone Shadowfall. Ja, wir befinden uns hier in der Nähe des VSA-Gebäudes, wie ich das gesehen habe, gerade vorhin, weil ich nochmal kurz hier durch die Lüftungsschächte gegangen bin. Kann ich euch gleich mal zeigen. Wir haben noch zwei Positionen, die wir ausschalten müssen. Ups, jetzt bin ich falsch. Und zwar Positionen, also wir müssen also finden Sie das Präzisionsgewehr, deaktivieren Sie die oberen Reihen Überwachungssysteme. Okay. Ah, ich muss da hoch und ein Scharfschützengewehr holen. Und ja, hier habe ich gesehen. Da. Das VSA-Gebäude. Wenn es mich nicht täuscht. Ganz in der Nähe sind wir. Und auf jeden Fall müssen wir. Ich glaube fast, dass sie Sinclair töten will. Darum auch das Scharfschützengewehr. Und darum auch die Kamera rein zerstören. So, und wir müssen unbedingt noch das Scharfschützengewehr finden und die oberen Kamerareihen zerstören. Oh oh. Wieso? Wer hat mich jetzt bitte entdeckt? Alter Schwede, wieso haben die mich jetzt entdeckt? Das kapiere ich jetzt nicht. Ah, hier, genug Bruch. Dann hole ich mir halt das Scharfschützengewehr von selbst. Und hektischer, ohne zu schleichen. Boah, ich bin beinahe tot. Boah. Alter Schwede, gehen die ab. Mist. Ach Mist. Und ich bin wieder mal voll aus der Übung mit dem Ziel. Ich sterbe. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, ich schaff's mal nach oben unentdeckt. Ich muss irgendwie hier lang. Die haben mich offenbar jetzt entdeckt. Und da ist die Kamera. Und schon wieder fängt es von vorne an. Das gibt's doch gar nicht. Wissen Sie meine genaue Position? Komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich's nochmal machen? Sorry Leute, irgendwie will das nicht grad. So, jetzt noch nicht entdeckt. Die Soldaten gehen da hoch. Bei der Gründung dieser Agentur wusste ich um ihre Aufgabe, im Schatten des Geheimen agieren und Daten liefern, die für die Sicherheit der Nation sorgen. Doch vor allem war es unsere Aufgabe, weg da. Jetzt kann ich hier so durch. Wieder durch den Busch. So. Alright, gut.
Da kommt ein ISA-Soldat. Den darf ich nicht töten. Ich versuche mal, ah Mann, hier lang zu gehen. Nicht bewegen. Ja. Sinclair ist die ganze Zeit am Quatschen. Ich halte es nicht mehr aus im Kopf. Ist ja unglaublich nervig. Der geht dort hin. Komm schon. Das muss ich jetzt schaffen. Oh. Das war jetzt arschknapp. Und da oben ist nämlich eine Kamera, die mich fast entdeckt hätte. Da muss ich in die Mitte hin. Aber ich gehe zuerst nach oben. Ach du Scheiße. Ich muss hier hoch. Ich gehe erst nach oben. Vielleicht klappt das hier oben etwas besser. Oh mein Gott, ist das gut bewacht hier. Mein Gott. Aber wir sind schon ziemlich weit gekommen jetzt. Das ist schon mal was Positives. Da ist einer. Komm schon. Also. Nächstes Ziel ist dort hinten. Hallo. Okay, das war's dann wohl. Ich hab's versaut. Ich dachte schon, der wäre tot. Bis ich dann jetzt überlegt habe, ich hab doch niemanden mehr erschossen. Kommt schon, das dritte und das war's dann. Wird der wohl hier sein? Genau. Was jetzt? Down. Gut. Da muss ich hin. Zum Glück habe ich die Kanäle erforscht. Sie wissen meine aktuelle Position ja nicht. Das ist gut. Hoffe ich mal. So, nun. Von hier aus schießen wahrscheinlich. Ah, das war der Plan. Oh ja. Sie sind ein Fehler. Sie teilen unsere Werte nicht. Und sie verdienen kein Mitgefühl. Das ist für Keller. Oh Mann. Oh. Flatsch. Und jetzt? War's das jetzt? Nicht mal den Tod? Das war wohl Killzone Shadowfall. Etwas enttäuschend jetzt am Schluss, muss ich sagen.
Falls mich das Spiel nicht schon wieder reinlegen will, natürlich. Ich warte jetzt einfach drauf, dass das aufhört irgendwie. Aber ich glaube, das Spiel ist vorbei. War meiner Meinung nach etwas kurz. Vielleicht meine ich das nur. Aber war... Es hat mir gefallen. Es hat mir sehr gefallen, weil Killzone ist wirklich... Also ich finde die Story richtig geil. Das Problem ist einfach, wenn jemand externes, die irgendwie mit Killzone Shadowfall anfangen will, der die Story überhaupt nicht kennt, der wird wahrscheinlich denken, was ist denn das für eine Story? Und okay, die Story war jetzt auch am Schluss etwas doof. Ich dachte, wir können jetzt doch noch zwei, drei Missionen mit der Helga-Spion machen. Und jetzt läuft die ganze Zeit dieser Song hier. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, fand ich Killzone Shadowfall richtig geil. Grafisch gesehen ein Riesensprung auch von der PS3 aus. Next-Gen-Titel vom Feinsten. Es hat einen Release-Titel. Hat wohl etwas Zeitdruck. Schönes Bild, ja. Und nun? Ganz vorbei. Jetzt kommt der richtige Abspann ohne Verarsche. Ja. Das war wohl Killzone Shadowfall. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich mir das dazu sagen soll. Hat mir Spaß gemacht, das zu spielen, obwohl ich zwischendurch immer frustriert war. Aber das ist Standard. Das bin ich einfach, weil zwischendurch ich kann es einfach zwischendurch nicht, aber das ist ja egal. Ja, dann würde ich mal sagen, ich quatsche euch weiter, lasse die Credits fertig laufen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich weiß gar noch nicht, was ich jetzt als nächstes spielen soll, da ja die PS4-Titel noch etwas beschränkt sind, leider. Aber ich würde mir da schon noch was einfallen lassen, oder? Sonst muss ich kurz noch zur PS3 zurück und da was noch spielen. Ja. Der Livestream wird wahrscheinlich schon hinter uns sein, wenn diese Aufnahme kommt. Ich muss nicht sagen, der Livestream kommt morgen, weil ich das am Freitag aufnehme. Ja. Da gibt's nichts mehr zu sagen. Super Spiel. Empfehle ich jedem mal durchzuspielen. Macht auf jeden Fall, was man einfach sagen soll, mir persönlich macht es mehr Spaß als eine Call of Duty Kampagne oder eine Battlefield 4 Kampagne, weil Battlefield 4 habe ich angefangen, habe mich richtig mit der Zeit auf gut Deutsch angekotzt. Call of Duty habe ich Videos und Reviews dazu gesehen und musste auch sagen, nee, das tue ich mir gar nicht an. Schon bei Black Ops 2 habe ich mir schon gedacht, nee, ich kaufe das nicht. Black Ops 1 ist das letzte, was ich mir überhaupt eigentlich gekauft habe. Und danach ist die Call of Duty Leidenschaft erloschen eigentlich, schon ab Black Ops 1. Ja, also ich würde mal sagen, wir sehen uns eben im nächsten Projekt. Und ja, ich danke viele mal, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann. Tschüss!